Hallo zusammen, herzlich willkommen. Grüezi miteinander zum ersten Vortrag hier im Clubraum am diesjährigen Winterkongress der DigiGES. Das Thema des Vortrags jetzt ist die Stimme der Bevölkerung in der Digitalisierung, wo und wie die Schweiz Einbezug fordert. Das ist ein wichtiges Thema, gerade für Organisationen wie die DigiGES, für Aktivistinnen. Wenn wir die Gesellschaft und unsere Mitbürger abholen wollen, dann sind es genau die Informationen, die wir brauchen. Die Referentinnen sind Annalena Köng und Timothy Rüthi und wir begrüßen sie mit einem herzlichen Applaus. Ja, guten Morgen alle miteinander, guten Mittag. Mittlerweile hat mein Magen auch schon angekündigt, es ist Mittag. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen und Ihnen allen einen Teil der Stimme der Schweizer Bevölkerung mitteilen dürfen, wie sie gewisse Themenfelder innerhalb der Digitalisierung wahrnehmen, welche Chancen und Gefahren das sie sehen und insbesondere ein Schwerpunkt, wo und wie die Schweiz Einbezug fördert und wie sie sich mit den Themen auseinandersetzen möchte. Zuallererst möchten wir uns aber ganz kurz vorstellen. Wir sind beide angestellt bei der Stiftung Risikodialog, die 2018 auch die Initiative Apropo gegründet hat. Ich selbst, Annalena, ich bin seit 6 Jahren bei der Stiftung Risikodialog tätig. Vom Hintergrund her bin ich Psychologin und beschäftige mich bei der Stiftung im Rahmen unterschiedlicher Partizipationsprojekte, aber auch Studien mit dem Thema Risikowahrnehmung, wie funktioniert die, welche Chancen und Gefahren sieht der Mensch oder gewisse Zielgruppen auch in unterschiedlichen Themenfeldern und wie können wir darauf reagieren und mit ihm zusammen in Projekten partizipativ Lösungen entwickeln, Rahmenbedingungen entwickeln für eine akzeptable oder nachhaltige Zukunftsgestaltung. Das ist jetzt ein bisschen generisch gesagt, aber das ist halt je nach Projekten das unterschiedliche Themen. Genau, danke. Mein Name ist Timothy Rüthi, ich bin seit 3 Jahren bei der Stiftung Risikodialog, bin auch Psychologe von Haus aus und arbeite nicht unbedingt im Schwerpunkt Digitalisierung, sondern vor allem in der Risikowahrnehmung, auch allgemein Risikokommunikation, aber werde dieses Jahr den Digitalbarometer, um den es ja hauptsächlich geht heute bei der Präsentation, als Projektleiter übernehmen, da Annalena, die den letztjährigen gemacht hat, schwanger ist und im Mutterschaftsurlaub sein wird ab nächsten Monaten. Ich übernehme da und werde sie deshalb auch durch die Ergebnisse des letztjährigen Digitalbarometers durchführen und am Schluss ein paar Inputs für die nächste Durchführung abholen. Danke. Was wir heute machen werden, ich werde noch mal ganz kurz die Initiative vorstellen. Was ist unsere Vision und wie setzen wir das um? Dann, wie gesagt, Schwerpunkt wird heute die Studie Digitalbarometer sein. Wir haben nicht 50 und auch nicht 80, sondern einfach mal 5 Exemplare mitgebracht. Für die sich das nachher noch anschauen möchten, das Ganze findet sich aber natürlich auch online auf unserer Homepage apropo.swiss.ch. Und dann möchten wir die Gelegenheit sehr gerne nutzen, eben noch einige Feedbacks und die Ideen und Inputs abzuholen für die nächste Umsetzung des Barometers, den wir jährlich planen und jetzt in der Konzeption stecken für 2020. Zuerst die Stiftung Risikodialog. Was macht die Stiftung? Die Stiftung gibt es bereits seit 30 Jahren. Und sie verfolgt als unabhängige Plattform das Ziel, in ganz unterschiedlichen Themenfeldern, wir sehen hier 3 Schwerpunktthemen, Lösungen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, um technologische Neuerungen, Veränderungen in der Umwelt und eben auch gesellschaftlichen Wandel in erster Linie mal zuerst zu verstehen, also was passiert da überhaupt, und dann eben gemeinsam mit der Zivilbevölkerung oder anderen Stakeholdern partizipativ die Zukunft zu gestalten. Die 3 Schwerpunkte, die wir jetzt seit 3-4 Jahren haben, sind Digitalisierung und Gesellschaft, Klima und Energie und klassische Risikokommunikation. Das Risikokommunikationsthema, das fällt ein bisschen ab, weil es kein inhaltliches Thema ist. Aber wir haben doch sehr viele Projekte auch, wo wir wirklich Behörden beraten, wie sie im Hinblick auf unterschiedliche Risikothemen, sei es im Kontext UV-Schutz, verhalten, also ganz etwas anderes,
oder in der Kommunikation von Radioaktivität in Katastrophenfällen, wie sie mit der Bevölkerung kommunizieren können. Heute beschäftigen wir uns aber mit der Thematik Digitalisierung und Gesellschaft, welche auch eigentlich ganzheitlich innerhalb unserer Initiative Apropos abgedeckt wird. Apropos wurde 2018 gegründet mit dem Ziel, die Bevölkerung abzuholen. Wir haben uns da die Frage gestellt, wie können wir den Menschen im Spannungsfeld zwischen den Chancen und Gefahren in den unterschiedlichen Risikothemen innerhalb der Digitalisierung abholen. Wir haben gemerkt, dass je nach Thema sehr diffuse Diskussionen stattfinden, sehr viele Unsicherheiten vorhanden sind, sehr viele Experten berichten, die wieder etwas anderes sagen und so weiter, je nach Thema. Und wir haben uns da zum Ziel gesetzt, die individuellen Kompetenzen thematisch zu stärken. Also je nach, wir sehen nachher, das ist je nach Thema etwas unterschiedlich. Oder aber eben, gemeinsam Lösungen und Rahmenbedingungen zu entwickeln. Das heißt, über Partizipationsprojekte, beispielsweise in Smart City-Projekten, Lösungen zu erarbeiten. Das machen wir natürlich nicht nur mit den Menschen allein, also nicht nur mit der Zivilgesellschaft, sondern je nach Thema arbeiten wir da auch eng mit der Wissenschaft zusammen, mit Kultur als Plattform, Kunstplattformen, mit Startups und natürlich nicht zuletzt mit Politik und Behörden, an die wir häufig auch Erkenntnisse herantragen, die wir aus solchen Dialogen sammeln und zusammenfassen. Dabei nutzen wir sehr viele unterschiedliche Partizipationsformate. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Haare. Versuche es einfach zu halten. Ja, probieren wir es. Wir nutzen da sehr unterschiedliche Formate. Wie gesagt, wir haben häufig Dialogveranstaltungen, wo wir mit der Bevölkerung zusammenkommen, mit unterschiedlichen Stakeholdern, wo wir uns austauschen, abholen, was sie für Gefahren sehen, welche Bedingungen sie setzen möchten und so weiter. Dann natürlich online wie auch offline Plattformen, wo es Diskussionen gibt, Studien und Umfragen wie der Digitalbarometer, wo in erster Linie jetzt mal als Messinstrument dient, aber dann im Anschluss eben möchten wir jeweils auch daraus Projekte ableiten, die auf diese Bedürfnisse eingehen, welche wir gemessen haben. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Pilotprojekte mit Gemeinden, mit einzelnen Stakeholdern, die wir durchführen und Workshops. Apropos heute, der Digitalbarometer stellt ein bisschen den Schirm über den ganzen, über der ganzen Apropos-Initiative dar. Das heißt, ich habe es vorhin schon erwähnt, er dient uns ein bisschen als Messinstrument. Wir möchten sehen, wo sieht die Bevölkerung zentrale Chancen und Gefahren und wo möchte sie eingebunden werden und auf welche Art und Weise. Wir haben da drei Schwerpunktbereiche innerhalb von Apropos. Zum einen ist das Gesellschaft und Demokratie, also Digital Democracy als großes Thema. Zusammen Wohnen und Arbeiten, da sind die ganzen Thematiken Smart City, aber auch Future of Work und so weiter drin. Smart Home. Und dann haben wir ein spezifisches Thema oder ein Cluster, wo wir Technologie im Fokus nennen, wo wir wirklich die Technologie anschauen möchten. Was macht uns an gewissen Entwicklungen Angst? Wo sehen wir Ideen und Potenzial? Zum Beispiel künstliche Intelligenz oder gewisse Vorhersagetechnologien, auch über künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Bereichen, die wir mit den Leuten als Technologieentwicklung per se diskutieren möchten. Wir haben bereits vor dem Digitalbarometer 2019, was die erste Ausgabe war, angefangen mit unterschiedlichen Projekten zu lancieren. Wir haben zum Beispiel im Oktober letztes Jahr ein Projekt durchgeführt, die Schweiz wählt, wo es darum ging, verschiedene Tools wie Smartvote und so weiter, es gibt ganz viele unterschiedliche, mit der Bevölkerung, Zivilgesellschaft zu diskutieren. Zu reflektieren, was sind denn da wirklich die Chancen und Gefahren und so auch wirklich einen kompetenten Umgang und einen reflektierten Umgang mit solchen Mitteln zu unterstützen.
Weitere Projekte jetzt eher im Bereich Zusammenwohnen sind eben Smart City Projekte oder auch Smart Budgeting Projekte, die jetzt Anfangsjahr gestartet haben. Und ganz spezifisch in diesem Bereich sind wir schon fast am längsten unterwegs, haben wir eine längere Veranstaltungsreihe, wo heißt Künstliche Intelligenz in unserem Alltag. Da gehen wir in unterschiedliche Städte, das sind auch immer Kooperationsprojekte, muss man sagen. Hier arbeiten wir sehr eng zusammen mit der SATW, das sind die Schweizerischen Akademien für Technische Wissenschaften, mit dem Ziel, an diesen Standorten eigentlich einen Querschnitt der Bevölkerung zusammenzukriegen und herauszuhören, was sie für Empfindungen haben, was sie für Ängste äußern, was sie für Chancen sehen, wenn sie an künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Anwendungsfeldern denken. Also im Kontext Medizin, im Kontext Human Resources, im Kontext Social Media beispielsweise. Nun möchten wir aber wirklich schwerpunktmäßig eigentlich die Digitalbarometer-Studie vorstellen und auch hören, was Sie dazu denken. Wir haben im 2019, im August, die Haupterhebung gemacht. Der Hauptbestandteil ist eine quantitative Umfrage, wo wir Chancen und Gefahrenwahrnehmung in 8 unterschiedlichen Themenfeldern gemessen haben. Timothy wird nachher gleich vorstellen, welche 8 das waren bei der letzten Umfrage. Und neben ganz unterschiedlichen demografischen Variablen und Verantwortungszuschreibung innerhalb dieser Themenfelder und Vertrauensangaben im Hinblick auf Datenschutz, das sind alles noch weitere Variablen, ging es uns in zweiter Linie vor allem um das Einbindungs- und Gestaltungsbedürfnis neben der Chancen- und Gefahrenwahrnehmung. Das war eine repräsentative Studie. Wir haben dies auch gemeinsam mit einem wissenschaftlichen, also mit LEWAS, das ist ein Partnerorganisation von der, also 2 Professoren von der Uni Zürich, wo diese Umfrage für uns umgesetzt hat. Das heißt, sie haben das Panel zur Verfügung gestellt und die Auswertungen gemacht. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann anschließend uns 2 Themenfelder von diesen 8 herausgepickt. Entschuldigung. 2 von diesen 8 Themenfeldern herausgepickt, um diese wirklich noch vertieft zu analysieren. Welche das sind und aus welchen Gründen wir diese gewählt haben, wird Timothy gleich noch vorstellen. Aber das Ziel war es hier wirklich nochmal auch mit Experten zu reflektieren, wie wird die Meinung der Bevölkerung eingeschätzt aus Expertenperspektive. Und in der Auseinandersetzung innerhalb von Fokusgruppen haben wir das auch nochmal vertieft mit der Zivilbevölkerung. Wie müssen wir diese Ergebnisse interpretieren und verstehen und wo können wir da nachfassen? Nun übergebe ich gerne meinen Kollegen. Gut. Also wie gesagt, haben wir 8 Themenfelder, uns auf 8 Themenfelder fokussiert 2019. Das hat sich jetzt auf 2020 schon wieder geändert, dazu gerne später mehr. Die 8 Themenfelder, die wir untersucht haben, sind Automatisierung von Arbeitsprozessen, Smart Home, dann die digitale medizinische Diagnose, Meinungsbildung, E-Voting, die Ausbildung in einer digitalen Welt, Smart City / Smart Village und Sammeln von Nutzerdaten, Tracking haben wir das zusammengefasst. Was ihr hier seht, ist eine Übersichtsgrafik über die Chancen-Gefahren-Wahrnehmung der 8 Themenfelder. Man sieht grün eigentlich der prozentuale Anteil der Personen, die das Thema eher bis nur mit Chancen assoziieren, rot eher bis nur mit Gefahren und in der Mitte hat man den Bereich der Personen, die damit sowohl Gefahren als auch Chancen assoziieren. Genau, wir werden uns jetzt heute auf 4 Bereiche beschränken, dies einfach aus zeitlichen Gründen. Wie gesagt, ihr findet alle Ergebnisse auf nicht aproposwiss.ch, aber auf apropos.swiss, das reicht bereits. Darauf habt ihr die ganze Studie zum Download und wir haben eben auch noch ein paar Hefte dabei, die auch sehr schön sonst anzuschauen sind. 5, ihr könnt euch darum streiten. Genau. Weshalb diese 4, also die letzten 2, die ihr seht, Smart City und das Tracking, das sind unsere Vertiefungsthemen dieses Jahr gewesen.
Wir haben uns nach der quantitativen Umfrage erst entschieden, diese Themen zu vertiefen, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass da die Einbindung, also der Wunsch nach Einbindung der Bevölkerung am größten war. Das heißt, wir haben erhoben, inwiefern die Bevölkerung gerne mit eingebunden werden möchte in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Und bei diesen beiden Themen war das am größten. Wir haben gleichzeitig aber auch die Chancen- und Gefahrenbeurteilung, die unterschiedlich sind. Nämlich das Smart City Thema, das eher als ein Chancenthema wahrgenommen wird. Da haben wir einen relativ großen mittleren Bereich, aber auch einen großen positiven Bereich mit 36%. Also hier bin ich. Während wir im Tracking 46% haben, die eher Gefahren bis nur Gefahren assoziieren mit dem Thema und gerade mal 13%, die damit überhaupt mehrheitlich Chancen assoziieren. Die anderen beiden haben wir dann noch gewählt, damit wir vier Themen haben, wo wir euch ein bisschen was erzählen können. Ich werde kurz etwas zu den nicht gewählten Themen sagen, einfach was der allgemeine Eindruck war. Also Smart Home, dazu kann man sagen, dass es ein relativ unaufgeregtes Thema ist. Dies liegt sicher daran, dass es wenig verbreitet ist in der Schweiz. Sorry, ich hoffe, das geht jetzt. Suchen wir es noch was? Super. Smart Home ist ein relativ eben ein unaufgeregtes Thema, sage ich mal, weil es wenig verbreitet ist in der Schweiz. Das ist sicher anders beispielsweise in den USA. Aber hier ist jetzt nicht irgendwie die Notwendigkeit hier, dass da ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden muss, weil wer daran interessiert ist, der beschäftigt sich damit. Wer nicht daran interessiert ist, der wird nicht gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen rausgekommen. Bei der digitalen medizinischen Diagnose haben wir gesehen, dass da zwar einerseits die Vorteile gesehen werden, also dass da beispielsweise die Effizienz sehr in den Vordergrund gerückt wird, was sehr positiv ist, gleichzeitig aber der Faktor Mensch sehr relevant zu sein scheint, dass die Leute also nicht bereit sind, irgendwie Vorhersagetools oder KI die Entscheidung zu überlassen, wie es mit ihrer Gesundheit weitergeht. Bei der Meinungsbildung hatten wir auch einen sehr großen mittleren Bereich, diese 51%. Hier sieht man bei dieser Ambivalenz, dass es sehr stark so ist, dass zwar die Vorteile sehr gesehen werden, also das merke ich gerade so, die Vorteile gesehen werden, dass man als Zugriff auf alle Informationen hat und alles, gleichzeitig aber natürlich mit Fake News und allem sehr viel Unsicherheit auch da ist, also kann man jetzt dem Ganzen vertrauen. Zum Schluss die Ausbildung in einer digitalen Welt, da das ist eigentlich unser positivstes Thema. Was wir daraus eigentlich schließen, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Schweiz sehr gut aufgestellt ist, was die Digitalisierung anbelangt. Wir haben weiter auch gefragt, wer verantwortlich ist für die Auseinandersetzung im Thema, und die sehen da auch die Bildungsinstitutionen als verantwortlich. Das heißt, sie haben das Gefühl, oder beziehungsweise einen positiven Blick auf die Ausbildung oder auf die Zukunft der Ausbildung in einer digitalen Welt. Genau. Das erste Thema, das wir vertieft anschauen werden, ist jetzt die Automatisierung von Arbeitsprozessen. Unsere Erwartung war hier ein bisschen, wobei das ist vielleicht auch ein bisschen veraltet, aber die Erwartung, dass es ein Sorgenthema wird, also dass die Leute klar mehr Sorgen damit oder mehr Gefahren damit assoziieren als Chancen. Dies war jedoch nicht so. Ich gehe kurz zurück, einfach, dass Sie das nochmal sehen. Das hier ist die Chancen-Gefahren-Wahrnehmung. Wir haben also 28%, die damit eher oder mehr Chancen assoziieren, einen großen mittleren Bereich, die sowohl Chancen als auch Gefahren assoziieren, und mit 22% den kleinsten Bereich, der eher bis nur Gefahren assoziiert. Das heißt, es ist also nicht so, dass die Leute nur Gefahren sehen und dass da die Jobsverlust im Vordergrund stehen, sondern dass da durchaus auch das Potenzial gesehen wird.
Genau, wir haben dann geschaut, wie betroffen sich die Personen fühlen und haben das auf Altersgruppen hin unterteilt. Wir haben jetzt hier die vier Altersgruppen und der Grad der Betroffenheit, wo wir mit Rot eher bis sehr betroffen, dann ein mittelmäßig betroffen und dann Grün eher bis überhaupt nicht betroffen haben und sehen, dass sich die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen am stärksten betroffen fühlt. Also je jünger, desto betroffener. Dies macht eigentlich inhaltlich schon auch Sinn, da man auch sieht, die über 65-Jährigen, die betrifft es einfach auch nicht mehr so stark. Genau, wir haben daraufhin auch gefragt, ja, was ist denn die Bereitschaft, das eigene Verhalten beispielsweise im Rahmen von Weiterbildungen anzupassen, weil wenn man ja betroffen ist, dann sollte man auch vielleicht eine Weiterbildung machen oder sich den Umständen anpassen, um so möglichst auch von der Digitalisierung profitieren zu können. Hier ist rausgekommen, dass ja tatsächlich die jüngste Gruppe die höchste Bereitschaft zeigt, jedoch bei der mittleren Altersgruppe diese plötzlich absackt. Also die Bereitschaft ist sehr tief bei den 35- bis 49-Jährigen und geht dann bei den 50- bis 64-Jährigen wieder hoch. Das war natürlich ein spannender Befund für uns und wir haben das ein bisschen zu interpretieren versucht aufgrund der allgemeinen Risikoforschung, wo wir speziell diese mittlere Altersgruppe eigentlich ansieht als eine stark eingebundene Gruppe, die eigene Kinder hat, vielleicht die Angehörigen betreut, auch beruflich mehr oder weniger etabliert ist und dadurch vielleicht auch weniger offen für Veränderungen ist. Das heißt, auch die Bereitschaft weniger da ist, vielleicht sich auch der Digitalisierung anzupassen, Weiterbildungen zu machen. Genau. Was wir aber gesehen haben, ist bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass das Informationsbedürfnis und auch die Bereitschaft, sich zu informieren, sehr hoch sind über alle Altersgruppen hinweg. Wir haben versucht, jeweils ein bisschen Empfehlungen zu formulieren und sagen da als Empfehlung, dass es wichtig ist, sicher diesem Informationsbedürfnis nachzukommen. Das heißt, man muss zielgruppengerichtet auch informieren. Dies heißt, branchen-, alters- und auch ausbildungsspezifisch kommunizieren. Und speziell auch eben die Förderprogramme für die U50. Man hört viel von den Ü50ern, dass da eben diese Programme da sind, dass die das nicht verpassen, aber eben speziell auch die U50er anzusprechen, damit die da den Zug nicht verpassen, aufzuspringen. Das nächste Thema ist E-Voting. Genau, bei dem E-Voting haben wir gesehen, dass hier die Chancen- und Gefahrenwahrnehmung, hier jetzt eingegraut, der mittlere Bereich, also die Personen, die gleichermaßen Chancen und Gefahren sehen, verhältnismäßig klein ist im Vergleich zu den anderen Themen, die wir angeschaut haben. Hier haben sich also klar Meinungslager gebildet. Wir haben einen großen Teil der Chancen damit assoziiert und auch einen recht großen Teil, der damit eher bis nur Gefahren assoziiert. Das heißt, dieses Thema scheint sehr zu polarisieren, deshalb auch der Titel. Haben dabei weiter noch einen Effekt gesehen, dass vor allem die jungen Leute, also auch hier wieder Alterseffekt, vor allem die jungen Leute damit eher Chancen assoziieren. Zusätzlich haben wir auch gesehen, Leute, die mehr digitale Dienste nutzen, die befürworten E-Voting auch stärker. Bei der Frage, wer denn verantwortlich sein würde, wer die Auseinandersetzung vorantreiben sollte, haben wir gesehen, dass da das Vertrauen in den Staat im Umgang mit Daten eine sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, letztendlich, wer dem Staat vertraut, der sieht auch die Politik in der Verantwortung bei E-Voting, also dass da Lösungen kommen und dass da eine Lösung kommt, die für alle richtig ist. Sobald das Vertrauen aber abnimmt, sehen die Leute eigentlich die Politik überhaupt nicht mehr als verantwortlich in dieser Debatte überhaupt mitzureden. Da sehen Sie dann sich selbst in der Verantwortung, das heißt, da gibt es eine Verschiebung, die spannend ist. Was wir allgemein gesehen haben bei der Interpretation der Ergebnisse, ist, dass es sehr unterschiedliche Diskussionen gibt im Thema. Zum einen ist es eine Grundsatzdiskussion, wollen wir E-Voting, ja, nein, und zum anderen ist es eine Diskussion um die technische Umsetzung letztendlich und dass es eigentlich wichtig ist, das ist auch unsere Empfehlung,
die Grundsatzdiskussion und die Frage nach technischer Umsetzung eigentlich zu entkoppeln. Das heißt, man diskutiert entweder, ja, wollen wir E-Voting, ja, nein, und dann schauen wir, wie soll die Lösung aussehen. Und die andere Diskussion werden eben, ja gut, ist es technisch umsetzbar überhaupt, dass es den ganzen Rahmenbedingungen entspricht, die wir wollen. Das erste Schwerpunktthema war dann Smart City, Smart Village. Wir haben da eben gesehen, dass da die Einbindung, also das Bedürfnis nach Einbindung der Bevölkerung sehr hoch war und dass auch das Thema sehr stark mit Chancen assoziiert wurde. Hier haben wir weiter gefragt, wie stark die Personen glauben, dass es ihr Leben oder das Zusammenleben verändern wird, also eine Smart City oder ein Smart Village. Und das ist eigentlich ein bisschen ein Indiz für die Relevanz des Themas. Also wenn die Personen denken, dass ihr Leben stark verändert wird, dann denken sie wahrscheinlich auch eher, dass es sehr relevant sein wird. Und was wir hier gesehen haben, mit 52%, also über die Hälfte, das denken, dass es stark bis sehr stark ihr Leben verändern wird. Also das heißt, das Thema hat eine gewisse Relevanz. Und dann das gepaart mit den 80% aller Befragten, die das Thema zumindest teilweise mit Chancen assoziieren, dass das also eine sehr proaktive, positive Haltung der Bevölkerung ist, die zwar weiß, ja, unser Leben wird dadurch sehr stark verändert, oder das zumindest glaubt, und gleichzeitig aber eine positive Sicht darauf hat. Auch hier die Frage, wer soll denn die Auseinandersetzung vorantreiben? Da haben die Befragten die Städte, Behörden, Politik und sich selbst gesehen. Hier. Und spannend, die Technologieanbieter und auch die Wirtschaft sind sehr tief. Das heißt, es ist anzunehmen, dass hier weniger so eine technologische Sicht auf Smart Cities von so einer rausgegangen wird, sondern mehr so eine gesellschaftliche, soziale Sicht, was Smart City auch sehr stark heißen kann. Der Wunsch nach Einbindung, der ist auch stärker geworden mit der erhöhten Chancenwahrnehmung, also das hat da positiv korreliert, was eigentlich zeigt, dass das eben noch stärker diese proaktive Sicht eigentlich verstärkt. Das heißt, die Menschen wollen mitgestalten, mitsprechen, und zwar nicht im Rahmen es ist jetzt nötig, dass wir etwas machen, weil sonst gehen die Städte unter, sondern hey, das ist Potenzial, da können wir etwas machen und wir wollen mitreden. Wir haben das dann vertieft analysiert mit Fokusgruppen und Experteninterviews. Hier zu den Experteninterviews, was rausgekommen ist, ist, dass da auch keine einheitliche Sicht darüber existiert, was ein Smart City oder ein Smart Village jetzt genau ist oder was Rahmenbedingungen sind, vielleicht die so eine erfüllen muss. Es haben sich so ein bisschen zwei Lager bei den Befragten gebildet. Das eine ist wirklich so die Vernetzung von Infrastrukturen, Organisationen, Personen. Mit dem Aufbau auf demokratischen Grundwerten haben wir mal gesagt, das ist eine gesellschaftliche Sicht, wo es darum geht, hey, wir wollen die Leute mehr vernetzen, wir wollen das Potenzial der Digitalisierung nutzen und so eigentlich die Gesellschaft weiterentwickeln oder weiterbringen. Die andere Sicht ist so eine klar technische Sicht, wo die Ressourcenoptimierung durch Datennutzung eigentlich im Fokus steht und dieser Nebeneffekt letztendlich, dass da vielleicht soziale Strukturen gestärkt werden, das ist letztendlich ein Nebeneffekt, der soll nicht primär bedient werden. Aber auch die Experten sagen grundsätzlich, dass die gesellschaftliche Einbindung zentral ist eben und dass die Städte und Behörden eigentlich in der Pflicht sind, auch die Zivilbevölkerung einzubinden. Sie haben weiter gesagt, was spannend ist, dass kleinere Gemeinden der ideale Standort sei, um so Pilotprojekte umzusetzen. Das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt in Zürich oder Bern, Basel passieren, das kann durchaus in kleineren Gemeinden passieren, wo man im Rahmen von Pilotprojekten so Smart-City-Ideen ein erstes Mal umsetzen könnte. Entsprechend auch die Empfehlung, das Thema ist sehr unkritisch, deshalb kann man proaktiv informieren, einbinden und auch experimentieren in Einbezug mit der Zivilbevölkerung. Und genau diese Pilotprojekte in kleineren Gemeinden sind zu empfehlen oder auch eine Plattform zur individuellen Mitsprache den Leuten bieten, wo sie Ideen einbringen können.
also auch schon in Zürich passiert ja da viel und auch in anderen Städten auf der Welt gibt es viele, viele Projekte, wo genau eben die Zivilbevölkerung im Fokus steht, wo man sich eben einbringen kann mit Ideen und das Ganze nachher umsetzen kann. Das letzte Thema war die Sammlung von Nutzerdaten, also Tracking. Hier, wie gesagt, das war eher ein Gefahrenthema so in der Wahrnehmung. Gleichzeitig fordern die Leute aber eine hohe Einbindung. Also die Bevölkerung will eingebunden werden im Thema. Gleichzeitig haben sie aber das Gefühl, dass dieses Thema sehr viele Gefahren birgt. Genau, das ist hier oben nochmals. Wir haben das kurz analysiert nach Nutzung der digitalen Dienste und sehen, dass die Gefahrenwahrnehmung vor allem dann groß ist, wenn digitale Dienste wenig genutzt wird. Das heißt, digital affinere Leute, bei denen relativiert sich das ein bisschen. Bei der Frage, wer die Auseinandersetzung vorantreiben soll, ist die Verantwortungszuschreibung am höchsten bei sich selbst. Also die Bürger sehen sich selbst in der Verantwortung. Was spannend ist, weil es eindeutig ein Thema ist, das die Leute überfordert. Das heißt, die Leute sind in einer gewissen Ohnmacht mit der ganzen Datenfrage, weil sie nicht wissen, wie sie sich selber jetzt konkret überall helfen können. Es ist einfach zu komplex, das Thema. Gleichzeitig haben sie aber das Gefühl, dass sie selber in der Verantwortung sind, sich zu helfen. Das ist so ein bisschen ein Clinch, den wir gefunden haben. Wir haben aber auch gesehen, dass unabhängig von der Chancen- und Gefahrenwahrnehmung eine hohe Bereitschaft da ist, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, der Wille ist da, sie wollen eingebunden werden, sie wollen sich auseinandersetzen mit dem Thema. Genau. Bei der vertieften Analyse haben wir auch von den Experten dann gehört, was die größten Herausforderungen sind. Sie sehen da der Schutz der Privatsphäre, das Datennutzungsrecht und der selbstbestimmte Datenumgang als große Herausforderung bei den Nutzerdaten. Dies als Hinweis, weshalb das Thema als Gefahrenthema wahrgenommen wird. Auf der Chancenseite, das sind durch die Effizienz, Komfort oder auch Sicherheit genannt worden. Auch die Experten sagen, dass die Komplexität und Intransparenz betreffend Datennutzung und Verwertung die Leute überfordert. Und spannend hier, das haben wir auch mit Ihnen diskutiert, ist diese Diskrepanz zwischen der Gefahrenwahrnehmung, also die Leute haben das Gefühl, dass das Thema viele Gefahren birgt, gleichzeitig aber individuell wenig Datenschutzmaßnahmen ergreifen. Die Frage stellt sich hier, wissen Sie nicht, was mögliche Maßnahmen sind, oder ist einfach so dieser Chancenaspekt von Komfort und alles, ist der zu groß, dass das Personen dann wirklich auf Google Maps oder was verzichten würden. Und diese Diskrepanz ist sicher was, das wir auch in folgenden Projekten anschauen möchten. Hier die Empfehlung auch von Experten, Sensibilisierung alleine reicht nicht. Also die Personen zu sensibilisieren, dass es gefährlich ist, überall seine Daten zu hinterlassen und dass man vielleicht die Datenschutzbestimmungen anschauen soll oder lesen soll, das reicht nicht, sondern man muss die Personen auch unterstützen. Also es braucht Rahmenbedingungen, die festgelegt werden müssen und das kann die Zivilbevölkerung selbst nicht. Das heißt, Sensibilisierung, ja, ist gut, möglichst alltagsnahe, wenn, aber letztendlich ist auch die Politik gefragt mit Rahmenbedingungen, also die Forderung nach Transparenz, nach Nutzungsdeklarationspflicht, die sind sicher zentral hier bei diesem Thema, weil die Bevölkerung alleine nicht unbedingt weiterkommen kann. Das wäre soweit von den Ergebnissen zum Digitalbarometer. Ich gebe jetzt an Annalena wieder. Ja, danke. Also, ich konnte. Ja. Ja, genau, das waren jetzt wahrscheinlich viele Informationen, viele Ergebnisse. Was machen wir damit? Also zum einen ist sicherlich zu sagen, es handelt sich für uns auch jetzt um die erste Durchführung. Wir sind sehr daran interessiert, das Ganze immer wieder zu optimieren. Es war sozusagen eine Pilotstudie. Wir haben sehr viele im Rahmen der Konzeption Gespräche geführt, Pre-Tests mit Experten, welche Themen wählen wir, wie beschreiben wir diese, sodass die verständlich sind, sodass wir sie nicht schon framen in der Studie in eine Richtung und so weiter. Trotzdem gibt es immer wieder im Nachhinein, vor allem sehen wir da wieder Potenzial und da Verbesserungsmöglichkeiten und so weiter.
Das heißt für uns, wir haben jetzt im November letztes Jahr den Release gehabt vom Digitalbarometer 2019, planen eigentlich in einem ähnlichen Rahmen nächstes Jahr auch im November den Barometer 2020 zu veröffentlichen. Wir haben unterschiedlichste Gespräche bereits geführt mit potenziellen Partnern für Projekte, die wir daraus ableiten möchten, gerade jetzt im Bereich Smart City und Tracking, wo wir gesehen haben, da sind wirklich Bedürfnisse da, dass wir die Auseinandersetzung stärken. Da sind wir auch bereits sehr intensiv dran. Also wir haben Projekte, ein SNF-Projektantrag, der läuft im Bereich Smart City. Wir sind Mitglied von der Smart City Alliance, im Rahmen welcher wir auch unterschiedliche Projekte durchführen möchten, auch im Tracking-Bereich, der als großes Gefahren, also der, das mit vielen Gefahren assoziiert wird, sind wir daran, zum Beispiel mit der Uni Zürich ein Projekt zur Stärkung der Wahrnehmung oder zur Stärkung der Sensibilisierung im Kontext, welchen Wert haben eigentlich meine eigenen Daten im digitalen Umfeld, zu stärken. Das sind Applikationen und so weiter, Ideen, die da entwickelt werden und wo wir spezifisch die Auseinandersetzung mit der Zivilbevölkerung auch wieder stärken möchten und das Ganze von dieser Perspektive beleuchten möchten. Genau, der Barometer 2020 wird dann vor allem Timothy dann durchführen. Und gerade für diesen möchten wir jetzt aber gerne erste Inputs sammeln. Wir sind sehr interessiert daran zu hören, auch von Ihnen als Pre-Test sozusagen, wie schätzen Sie die Themenfelder ein, die wir jetzt für 2020 festgelegt haben? Wir möchten natürlich einen gewissen Längsschnittvergleich auch ermöglichen und sehen, wie sich die Themen entwickeln und haben uns daher entschieden, die 8 Themenfelder nicht komplett abzuändern. Das heißt, wir haben wieder digitale Diagnosen, wir haben vorher Smart City, Smart Village gehabt, jetzt Smart Living, aber doch auch eigentlich mit einem ähnlichen Fokus, hinten jeweils einfach ein paar Stichworte, wie wir das verstehen. Dann das ganze Daten-Tracking-Thema. Wir haben neu E-Identity reingenommen, weil es doch ein zentrales Thema ist, auch jetzt in diesem Jahr. E-Voting haben wir jetzt für diese Durchführung 2020 etwas in den Hintergrund gerückt, weil auch das Moratorium jetzt noch besteht und wir ja, da einen stärkeren Fokus auf E-Identity legen wollten. Wir haben uns auch entschlossen, ein bisschen zu entschlacken, einfach auch mit dem Ziel, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Bei 8 Themenfeldern hat man natürlich nur beschränkt die Möglichkeit, im quantitativen Kontext eine gewisse Anzahl Fragen zu stellen. Und so haben wir die Möglichkeit, ein bisschen vertieft in die Themen hineinzuschauen. Das ganze Thema Meinungsbildung haben wir neu ein bisschen enger gefasst, weil wir gemerkt haben, das Verständnis war da sehr unterschiedlich, was die Leute sich darunter vorgestellt haben. Meinungsbildungsprozess und da kamen Themen wie Werbung bei Booking-Prozessen, über eben politische Filterbubble-Problematiken, über das ganze Demokratie-Thema. Also da haben wir gemerkt, die Diskussionen vermischen sich und auch die Wahrnehmungen und deshalb haben wir das ein bisschen enger gefasst. Dafür haben wir das Thema Automatisierung von Arbeitsprozessen etwas geöffnet und neu Future of Work umbenannt. Also wie gesagt, das ist erst mal die Konzeption, die Grobkonzeption und es kann da auch noch Veränderungen geben. Aber wir haben gemerkt, da hingegen möchten die Leute fast noch mehr auch über die Zeit- und Ortsunabhängigkeit und solche Vorteile sprechen, die die Digitalisierung im Kontext der Arbeit mit sich bringt. Und haben deshalb jetzt Future of Work. Wir haben jetzt vielleicht noch ganz kurz zu Future of Work. Es geht auch darum, dass wir die Ausbildung ein bisschen da reingefasst haben, weil Ausbildung zu entkoppeln von der Arbeit, das hat uns gerade in der Zeit der Digitalisierung nicht so sinngemäß, war das nicht so sinnvoll für uns. Die ganzen Weiterbildungen und alles, das fällt auch hier zu Future of Work. Also das ist da drin. Wir würden sehr gerne für die, die das gerne machen möchten, Sie bitten, auf menti.com mit diesem Code sich einzuloggen. Gerne möchten wir Sie fragen, sind das die Themen, die relevant sind? Also wie oder welche sind relevanter als andere Ihrer Meinung nach? Und vor allen Dingen die zweite Frage dann,
Haben Sie andere Themen, die Sie finden, die müssten wir unbedingt in der im Digitalbarometer 2020 noch mit hineinnehmen? Oder es kann auch sein, vielleicht finden Sie, wir müssten das wieder aufsplitten, einfach generell Feedback. Das ist eine Kommentarspalte, wo Sie einfach nochmal, wo wir Sie gerne bitten würden, uns Feedback zu geben zu diesen 6 gewählten Themenfeldern. Ich glaube, es ist eine sehr gute Größe auch für uns, nochmal mitzunehmen und das in unseren Prozess mit einzubauen. Also alle, die ein Handy dabei haben, dürften sich jetzt einloggen. Jetzt musst du sie nur schauen. Ja, sie sehen, glaube ich, nur präsent. Ja, ich muss es nochmal zeigen, weißt du. Du willst das nicht. Also der Code wäre 619092. Okay. Also gut, ich sehe, was ihr geantwortet habt. Ich glaube, gerade bei, also zeigt sich, dass im Schnitt gerade Smart Living am wenigsten, tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, Smart Living als am wenigsten relevant betrachtet wird. Jetzt würde ich natürlich noch gerne in der Diskussion nachher kurz hören, ob das damit zusammenhängt, dass es als eher als Chancenthema wahrgenommen wurde. Super, schön. Ah. Genau. Also wie gesagt, wir sehen hier das Thema, das am wenigsten im Vordergrund steht. Wir haben nachher noch Zeit für Diskussion oder auch im Nachgang gerne, wir sind noch eine Weile hier, wir sind natürlich sehr gespannt, wie diese Ergebnisse zusammenkommen. Ich
könnte mir vorstellen, dass es jetzt damit zusammenhängt, dass wir gesehen haben in der letzten Umfrage, dass es sehr stark als ein eher positives Thema wahrgenommen wird, es da bereits viel gemacht wird im Kontext der Partizipation und von daher vielleicht andere Themen stärker im Vordergrund gesehen werden. Und diese Liste also eine paar Personen haben Nein geschrieben, das ist gut. Das heißt, wir sind nicht schlecht dran. Genau. Das muss ich gerade kurz lesen. Ich glaube, es macht fast am meisten Sinn, also wir nehmen das alles sehr, sehr gerne mit. Und ich glaube, es macht fast am meisten Sinn, wenn wir in der Diskussion direkt umsteigen, damit diejenigen auch gleich mitteilen können, wie sie das gemeint haben oder welche Bedürfnisse sie noch sehen. Und natürlich, welche Fragen, Kritiken, Inputs und so weiter bestehen. Ja. Also wirklich. Gut, also wenn das okay ist für euch, dann steigen wir doch ein in die Diskussion. Ja, gibt's generell noch Fragen oder sollen wir direkt hier in die, was ist euch lieber? Ich glaube, wir hören mal, was kommt. Ansonsten werde ich vielleicht nachher noch ein paar Kommentare eingehen und fragen, wie das gemeint war. Ja? Okay, danke für den Vortrag. Es scheint, also wenn man beides jetzt anschaut, Tracking, Bewegungstracking nehme ich an, meint ihr, da ist das große Thema. Wir denken auch, dass also von uns aus gesehen ist Gesundheitsdaten und Tracking sind eigentlich die heikelsten Felder. Und ich wollte einfach fragen, wieso habt ihr das zu Beginn so stark, ganz klar definiert und jetzt in diesen 6 Themenfeldern ist das ein bisschen zurück und verschwindet wieder, weil ich glaube, dort ist wirklich, die Leute sind super sensibilisiert. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Tracking ist ja, überall wird man getrackt. Also diese Differenzierung eigentlich von Bewegungstracking, das sehr klar und einfach verständlich ist, und dieses allgemeine Tracking, wie löst ihr das auf? Vielleicht kurz noch, danke für die Frage, aber vielleicht kurz noch zur Klärung. Meint ihr mit Tracking wirklich nur Location-Tracking, Bewegungstracking oder generell das Sammeln von Benutzerdaten? Genau. Zweiteres. Also wir hatten jeweils, das war jetzt nicht ersichtlich in der Präsentation, pro Thema natürlich einen Kurzbeschrieb für die Befragten, was wir damit meinen. Das war nicht nur Bewegungsdaten, sondern auch das ganze Tracking im Internet, das ganze Abfassen von Daten, die wir in allen unterschiedlichen Kontexten hinterlassen. Wieso haben wir es jetzt umgeändert in, wie du jetzt gesagt hast, eher übergeordnetes Thema, meine Daten? Und zwar, also wie gesagt, das sind noch nicht die fertigen Titel, das kann sich noch ändern, aber gerade was du gesagt hast, dass das Tracking sehr klar ist, haben wir gar nicht so wahrgenommen. Wir hatten in der qualitativen Vertiefung, wo wir in Fokusgruppen nochmal uns ausgetauscht haben, gefragt, was assoziiert ihr denn mit diesem Thema, wer versteht was unter Tracking, wer versteht was unter Datensammlung? Und tatsächlich war es so, dass Tracking von einigen, oder einer Mehrheit, witzigerweise wirklich nur als Sammeln von Tracking im Gesundheitsbereich assoziiert wurde. Ich kann es nicht genau erklären, aber wenn wir gesagt haben, was assoziiert wird mit Sammeln von Nutzerdaten, war das eine komplett andere Geschichte als was assoziiert wird mit Tracking. Und wir haben uns daher entschlossen, uns ein bisschen von dem Tracking-Begriff zu lösen für die Umfrage 2020, und eher wieder meine Daten oder meine Nutzerdaten zu nehmen, wie das schlussendlich ganz genau benannt wird als Titel, werden wir noch sehen. In der Beschreibung möchten wir aber schon, also nicht nur Bewegungsdaten, sondern das ganze Paket an Sammlung von Benutzerdaten abholen. Genau. Also jetzt höre ich nicht. Ah doch.
Das mit dem Tracking, mit den Gesundheitsdaten ist sicher auch so, dass das natürlich auch so verkauft wurde mit den Tracking-Armbändern, wo man da seine ganzen Gesundheitsdaten die ganze Zeit trackt und dass man halt sonst getrackt wird auf dem Internet oder beim Verwenden von Google Maps, die verkaufen das jetzt nicht, das Tracking. Ich glaube, der Begriff wurde einfach sehr stark an diese Uhren da gebunden. Ja. Genau. Und das wollten wir eigentlich ein bisschen verhindern, deshalb zu meinen Personendaten, weil das viel größer ist und noch viel weitere wichtige Dinge hat. Ich glaube, die werden zum Teil auch als Fitness-Tracker ja verkauft oder bezeichnet und von daher kommt vielleicht die Assoziation. Ja. So. Ja, so. Vielen Dank für diese extrem spannende Auswertung oder Studie. Ja. Ich finde den Schritt hin, das wieder zu, wie soll ich sagen, zu popularisieren, den technischen Inhalt, Tracking und Daten sammeln zu meine Personendaten, finde ich einen guten. Ja. Damit können die meisten meiner Gesprächspartner mehr anfangen als mit dem technischen Term Tracking oder Ad-Tracking oder whatever. Meine Frage lautet aber, ihr sagt, ihr seid auch offen für Kooperation mit Startups. Da hätte ich gern ein paar mehr Infos zu. Ich muss gerade an ein konkretes Beispiel denken. Also nein, das ist letztendlich eine Grundeinstellung, dass wir das Gefühl haben, dass man gerade so ein Thema wie Digitalisierung kooperieren muss, dass da sehr viel Potenzial da ist und es keinen Sinn macht, dass man sich einfach für sich selbst irgendwie versucht, das Thema jetzt zu lösen. Die Kooperation schauen wir unabhängig mit jedem an, der gerne kooperieren möchte, glaube ich. Also es sind verschiedene Anfragen gekommen und wir haben da eigentlich immer ein bisschen einen Weg gefunden, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich glaube. Ja, und wir hatten schon Gespräche auch mit Startups, sind halt schon häufig sehr spannende, innovative Ideen, die da diskutiert werden, wo wir teilweise mit begleiten möchten, mit unserer Perspektive, die wir als Stiftung einbringen, beziehungsweise als Initiative Apropos. Wir hatten auch jetzt zum Beispiel in der Veranstaltungsreihe Künstliche Intelligenz, die ich am Anfang ganz kurz angesprochen habe, mit dem Impact Hub in Bern oder mit dem Impact Hub in Zürich kooperiert und da auch Meinungen eingeholt. Und da waren auch Partner, die einfach ihre Inputs mit eingebracht haben, aus ihrer Perspektive, sei es jetzt als Technologieentwickler oder als Ideen- und Innovatoren. Genau. So, aber wir sind grundsätzlich, finden wir es wichtig, alle möglichen Stakeholder nicht irgendwelche zu negieren oder nicht einzubeziehen. Und von daher, Startups sind sicher wichtige Innovationsbringer, wo wir sicherlich spannende Inputs mitnehmen können. Und ich glaube, wir sehen uns ja nicht in der Rolle des Experten, also bei der ganzen Digitalisierung, da sind wir überhaupt nicht die Leute dazu, während dieses ganze Wissen sehr stark bei den Startups oft vertreten ist und eben, wie Sie sagt, die Innovation auch. Und wir haben das Gefühl, das muss eine Ergänzung sein. Das heißt, es braucht unsere Erfahrung, es braucht unser Blick, dass mehr das Sozialwissenschaftliche, das Gesellschaftliche, das nachher gepaart mit der Innovation eigentlich dann sehr spannende Befunde geben kann. Thomas Schneider, Bundesamt für Kommunikation. Ich möchte Sie nur auf eine Veranstaltung hinweisen, die auch eine Möglichkeit ist, die Bevölkerung reinzubeziehen. Das BARCOM organisiert zusammen mit Vertretern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Akademie am 18. März in Bern zum 5. Mal das Swiss Internet Governance Forum. Das funktioniert nach demselben Prinzip wie das von der UNO. Jeder, der sich interessiert, kann teilnehmen. Die Themen werden wie hier auch seit Jahren über einen Open Call for Issues definiert. Und ein Thema, die zwei Themen, die dieses Jahr neu zu oberst auf der Rangliste waren, ist erstens mal die digitale Selbstbestimmung in einem weiteren Sinn. Und der zweite Punkt, der jetzt auch zu auftauchen anfängt, ist, was für Chancen und Risiken hat die Digitalisierung für Umweltthemen, für Bekämpfung des Klimawandels, Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort. Das sind die beiden Themen, die daneben wird noch über Cybersicherheit und digitale Märkte und anderes diskutiert, aber das sind die beiden Themen, die jetzt neu dieses Jahr wirklich zu oberst auf der Rangliste stehen. Und jeder ist natürlich herzlich eingeladen. Danke für den Hinweis. Gibt es noch, da hinten ist noch eine Frage.
Eure Stiftung heißt Risikodialog, in der Studie wird aber von Gefahren gesprochen. Gibt es da einen Grund dafür, weil Risiken durchaus etwas sind, wo man sagen könnte, die sind auch, können auch positiv besetzt sein, es kann sich lohnen, ein Risiko einzugehen, während eine Gefahr begrifflich eher etwas ist, was, glaube ich, die meisten Leute eher vermeiden möchten. Richtig, und das ist eigentlich bereits gerade schon die Antwort. Also ich glaube, Stiftung Risikodialog wird, wie wir auch sagen würden, fälschlicherweise immer als negativ, also Risiko nur als Negativbegriff wahrgenommen. Wir selber verstehen aber unter Risiko, wie du gesagt hast, auch eigentlich das Sammelsurium von Chancen und Gefahren, die wir da anschauen. Also wir gehen immer auch einen möglichen Nutzen ein, wenn wir eine Chance, ein Risiko eingehen möchten. Und beim Barometer haben wir bewusst uns auf Chancen als positives Konstrukt und Gefahren als negatives Konstrukt also definiert, damit wir nicht dieses Problem haben, dass wir Risiko nehmen und gewisse nur Gefahren sind und gewisse eben Chancen und Gefahren, weil es sehr unterschiedlich als Begriff wahrgenommen wird, Risiko. Und Gefahr ist für mich klar negativ, Chance klar positiv. Deshalb Chancen- und Gefahrenwahrnehmung und nicht Chancen und Risiko. War das verständlich? Ne? Okay. Mein Name ist Bernie Höhneis, Internet Society Schweiz. Ich möchte nochmals ein bisschen andocken an die erste Frage, wo es um dieses Tracking, Sammeln von Personendaten etc. gegangen ist. Das zieht sich ja wirklich durch alle Themen durch. An einen Orten viel mehr, an anderen Orten weniger. Sogar bei der EID haben wir diese Fragestellung. Wird dem in den Auswertungen oder in den Fragen irgendwie Rechnung getragen, dass dieses Thema überall auftaucht oder wird das nicht speziell behandelt in dem Sinn? Sie sprechen ein bisschen eine Schwierigkeit an bei der Themenwahl. Es gibt gewisse Metathemen, die man hat. Wir haben versucht, jetzt nicht Technologien als Themen zu nehmen, aber auch nicht so gesellschaftliche Veränderungen, sondern irgend so einen Mittelweg zu finden von der Interaktion der Gesellschaft mit den Technologien und was daraus entsteht, was gesellschaftlich relevant sein könnte. Dass aber gewisse Technologien wie eben dieses Tracking im Hintergrund bei allen mitspielt, oder man könnte auch vielleicht irgendwie, wir hatten ursprünglich überlegt, KI als Thema reinzunehmen, ich habe es, glaube ich, vorhin auch gesehen, oder irgendwie Themen wie Blockchain sind sicher sehr wichtig, aber es sind nicht die Themen, die man so direkt irgendwie abfragen kann, weil es Technologien sind, wenn man es in Kontext setzen möchte mit gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist ein Thema, wie Sie richtig bemerkt haben, das so ein bisschen an der Grenze ist zwischen so, ja, das ist eine Technologie und sie spielt überall mit, aber gleichzeitig ist es auch sehr stark an das Verhalten in der Gesellschaft geknüpft. Also die Leute nutzen Applikationen, die sie tracken oder haben eine Tracking-Uhr und deshalb haben wir es so noch drin behalten. Bei der Auswertung haben wir jetzt das nicht noch reingenommen. Wir haben uns sehr verschiedene Möglichkeiten überlegt, aber es wird extrem komplex irgendwann, wenn man das noch irgendwie nach Technologien aufsplitten möchte und die Ergebnisse so sehen möchte. Wir haben es deshalb versucht, auch mit den Sätzen, also die könnt ihr auch lesen in der Studie, wenn ihr die auf dem Internet anschaut, irgendwie auf eine so sehr einfache, plakative Art und Weise irgendwie zu präsentieren, dass man das liest und sich gar nicht überlegt, ja, was sind jetzt da noch Technologien, was ist jetzt das, und einfach das liest und sagt, okay, wir sind jetzt in dem Thema und irgendwie versucht das so zu machen, aber dass es nicht immer perfekt schlüssig ist, das haben wir nicht hingekriegt. Darf ich nur ganz kurz noch ergänzen? Also das ist eine Herausforderung, die wir haben. Wir haben auch überlegt, alternativ müsste man vielleicht einfach wirklich nur Tracking im Gesundheitsbereich anschauen und noch andere Bereiche dann separat. Wir haben uns für diese Umfrage 2020 deshalb überlegt, für den qualitativen Teil müssen wir ganz klare Szenarien schaffen. Also da müssen wir uns wahrscheinlich auch wirklich einen konkreten Teilbereich zum Beispiel innerhalb von Tracking konzentrieren, damit es wirklich fassbar und greifbar wird und die Leute da ihre Bedürfnisse spezifisch im Hinblick auf Partizipation so äußern können. Dankeschön. Ich denke, wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Ich bin Philipp Burger von der Piratenpartei. Ich würde gerne wissen, was genau gemeint ist mit dieser Nutzung digitaler Dienste und wie genau die Frage gestellt wurde, weil diese Leute ja grundsätzlich eher Tracking befürworten, eher E-Voting befürworten. Was ist damit gemeint? Also
Nutzung digitaler Dienste war so ein Index, den wir eigentlich berechnet haben aus einer Vielfalt von verschiedenen Nutzungen wie E-Banking oder eben Google Maps oder alles. Es waren so 15 bis 20 Anwendungen, die wir abgefragt haben. Und wir haben dann, ja, wie du sagst, einen Index daraus errechnet. Genau, und die Personen, die mehr Anwendungen häufiger nutzen, die sind, nutzen mehr digitale Dienste. Wobei man noch sagen muss zu dem Punkt, das waren Korrelationen, das waren keine kausalen Zusammenhänge, dass die, die wenig digitale Dienste nutzen, eine höhere Gefahrenwahrnehmung haben, sondern es kann ja auch umgekehrt sein. Also das wissen wir nicht, das ist keine Kausalität. Vielen Dank. Herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und die lebhafte Diskussion. Euch vielen Dank fürs Kommen. Es geht in 15 Minuten weiter mit der Fischierung von politischen Organisationen. Danke.